Was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich zeige euch heute in allerkürzester Kürze, wie man das Shot Meter ausstellt, weil ich in meinem letzten Wurfvideo, was ja erstmal so eine grobe Übersicht sein sollte, den Punkt nicht gefunden habe. Und ich habe noch weitere Leute im Stream heute Abend gehabt. Erstmal herzlichen Dank an alle, die dabei waren und herzliche Einladung für alle, die es verpasst haben, da dabei zu sein. Kommt in den Discord, drückt die Glocken, abonniert, damit ihr nichts verpasst. Danke im Voraus. Und jetzt zeige ich euch mal, wo man die Wurfanzeige abstellt. Normalerweise ist es immer so gewesen, dass du in die Controller-Einstellungen musstest und dann hast du hier irgendwo den Punkt gehabt, Wurfanzeige an, aus, was auch immer. Ne? Dieses Jahr nicht. Du musst in HUD, HUD, wie auch immer, ich sag Hut, on, Hut anpassen und dann hast du den Punkt Wurfanzeige. Sichtbarkeit bei Würfen auf aus. Sichtbarkeit bei Korblegern aus. Sichtbarkeit bei Freiwürfen aus. Dann kannst du dir die Grafik noch aussuchen. Das kann auch ein Ring sein. Dann sieht das okay. Sie zeigen es halt nicht. Alles klar. Egal. Ja, du kannst hier noch weitere Einstellungen machen, die man jetzt hier nicht sieht in der Änderung. Ich mach's aus. Jetzt, wo ich weiß, wo es ist. Habe ich es eingestellt. Wenn ihr es auch ausschalten wolltet und nicht wusstet, wo es ist, dann bitteschön. Herzlichen Dank fürs Zusehen und viel Erfolg mit NBA 2K dieses Jahr. Ich finde, erster Tag, erster Eindruck ist ganz gut. Ich habe auch noch ein Video gemacht mit meinem allerersten Eindruck. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.